Gameboy Adventskalender. Ich möchte mich übrigens für die Jingle entschuldigen, sie wird demnächst ausgetauscht. Erinnert ihr euch noch an die guten alten Game & Watch LCD-Spiele? Nicht? Ich auch nicht. Als sie erstmals erschienen sind, war ich noch flüssig und nicht mal in Planung. So what the heck? In der Zeit, in der ich damit erstmals in Kontakt kam, waren das nichts weiter als schäbige Fußball- oder Tennissimulationen. Später hatte ich dann das große Vergnügen mit Game & Watch Gallery, einer Sammlung sowohl aus klassischen Game & Watch Spielen sowie auch neuen Interpretationen dieser. In diesem Fall hat man es mit vier Disziplinen zu tun, die Timing, Reaktionsschnelligkeit und Ausdauer abverlangen. In Manhole muss man Gullideckel auf einen Weg pflastern, sodass niemand ins kalte Nass fällt. Passiert das, verliert man ein Leben. In Fire springen die verschiedenen Bewohner des Mushroom Kingdom aus dem Schloss und benötigen sicheres Geleit zum Feuerwehr-Pilz. Das war das Dämlichste, was ich den gesamten Advent über sagen werde. In Octopus taucht der Spieler nach einem Schatz, der von einem fiesen Octopus bewacht wird. Es gilt, möglichst viel Gold an die Oberfläche zu bringen. Doch wenn man nicht widerstehen kann und zu viel vom Schatz nimmt, wird der Spieler schon fett und schmackhaft. Yum, yum, yum. Die letzte Disziplin, Oil Panic, handelt vom Versuch, ein großes Ölfeuer zu verhindern, indem man mit einem Eimer alle Öltropfen auffängt und nach draußen befördert. Wie zu Beginn schon gesagt, gibt es jede Disziplin in einem klassischen und modernen Modus. Unnötig zu sagen, dass der moderne Modus mehr Spaß macht. Er ist besser zu steuern, schöner gestaltet und bietet mehr Möglichkeiten. In beiden Modi gibt es jeweils zwei Schwierigkeitsgrade. Im leichten wird es einem anfangs so vorkommen, als wäre es viel zu einfach, aber auch hier zieht die Schraube noch an. Beim schweren Modus beginnt das einfach nur früher. Auch eine Stärke des Spieles ist, dass die Schwierigkeit zwar ansteigt, nach Überschreiten von jeweils 200 Punkten bekommt man aber wieder etwas Luft zum Atmen, sodass es nicht zu schnell zum Frusterlebnis wird. Game & Watch Gallery ist in sich eine nette Sammlung kleiner Spiele für zwischendurch. Kein Dauerbrenner und nichts für Hardcore-Zocker, aber dennoch ein Versuch wert. Wenn ihr wissen wollt, welches Spiel auch noch ein Versuch wert ist, dann schaltet übermorgen wieder ein, wenn das nächste Tor öffnet. Sicherheitshalber den Kanal abonnieren wird empfohlen.